So, meine Freunde. Dann, wie gesagt, wollen wir mal ein bisschen gucken hier. Zwecks Sachen wechseln. Kleidung. Armee. Ach, einen Helm haben wir ja auch. Naja, setz auf das Ding. Militäruniform. Ist die denn besser? Wo sind diese tolle Vault-Ding? Hier, Vault-Anzug. Strahlenresistenz. Und jetzt der hier. Beweglichkeit 2. Gut, der ist Strahlenresistenz gleich 0, aber Beweglichkeit ist natürlich besser. Kommt sie an. Mehr haben wir auch noch gar nicht hier, ne? Das Halstuch wollte ich ja. Ich kann eigentlich weg hier. Man wiegt zwar fast gar nicht, aber ach nee, komm, dann behalten wir. Halstuch. Saubere Kleidung. Charisma. Ausdauer, Gewicht. Können wir auch behalten. Wiegt ja fast gar nichts. Ja, ich habe gedacht, das wird jetzt hier wirklich eine kleine Mondschau, aber viel haben wir ja nun nicht anzuziehen, ne? Das ist nämlich alles so schwer hier, ne? Na klar, Gewicht. Gesundheit. Okay, mal die Dinger sind sowieso schon mal beide. Der Helm geht, naja, der ist halb im Arsch, so wie der aussieht. 24 von 50. Gesundheit 0, 0, 1, 2. Da fehlt doch schon fast die Hälfte. Wisst ihr was? Diese Kacke, ne? Weil das auch so schwer ist. Das schmeiße ich jetzt weg. So leid es mir tut. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, aber ist mir ehrlich gesagt gerade scheißegal. Dann hauen wir uns mal noch hier ein bisschen Weatherway rein, damit die Strahlung weggeht. Und nochmal ein bisschen Süßkuchen. So. Und wie sehen wir denn jetzt aus? Wie ging das noch gleich? War das so? Cool. Ein Kombi, jetzt haben wir schon mal einen Helm auf. Ne? Ist ja auch nicht schlecht. Okay. Exit. Ne. Komm, wir gehen wieder zu den Typen hier. Dance? Bist du bereit? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Na dann los. Ich bin gespannt. Was jetzt wieder abgeht hier. Boah, nee, und es ist auch schon wieder Abend. Wir nehmen die Gasse. Mir nach. Hätten wir bloß noch mal gepennt irgendwo. Aber ich habe ja schon gesagt, das wird sich halt sowieso nicht vermeiden lassen. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Der Gelehrte Aiden hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten.
und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. So. Los, weiter. Ey, ey, ey. Ja, wie gesagt, die Powerrüstung hält ja eine... Oh. Was geht denn da? Ich glaube, wir sind nicht danach. Stelle das Feuer ein. Es überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Wir haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt an und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben, als verschollen zu werden. Ja, das glaube ich dir. Okay, weiter. Ich muss ja auch jeden Scheiß immer mitnehmen. Ah, jetzt haben wir das Signal wieder verloren. Ist ja egal. Wir sind ja bereits bei euch. Paladin. Keine Zeit zu reden. Ist ja gut. Ich glaube, wir können hier einen kleinen Pläuschen halten. Auf dem Weg dahin. Los, hopp, 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 hopp. Und schneller. Und rückwärts laufen. Bin ja jetzt mal gespannt, was da wieder abgeht, echt. Wette da. Scheiß Viecher. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe ja gesagt, das wird hier noch. Wer weiß, wie lange dauern, bis wir hier eine vernünftige Waffe kriegen. Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Meinst du? Das Coole ist, er wartet auch wenigstens auf uns. Okay. Rein? Entschuldigung, Paladin Dance? Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Jo. Verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Ja, das, Paladin Dance. Jetzt habe ich ihm nochmal angeklickt. Das kann natürlich passieren bei meiner, überragenden Schusstechnik. Aber naja. Wenn wir sehen, ich glaube, so schlimm wird das gar nicht. Es waren Firmen wie diese hier, die den
letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Hm. So. Was nun? Ja. Das sehe ich. Verdammt. Ich hatte gehofft, das zu vermeiden. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Mhm. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Mhm. Ja. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Vielleicht kann ich das ja abschalten. Was ist denn im Fahrstuhl? Sicherheitsbedenken. Geschütztürme. Fehler, ja. Ah. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Ach so, warte mal einen kleinen Moment. Haben die denn noch irgendwas für uns? Nee. Nichts. Okay. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Kann ich die so knacken, oder? Nee. Ah, hier. Uiuiui, ui, ui, ich hoffe, das wird was. Zwei Treffer. Und wie war das jetzt gemeint, dass er mir schon zeigt, welche beiden die richtigen sind? Ein Treffer. Wie war das erste? Hinten. Verstehe das Prinzip hier irgendwie nicht so wirklich. Wenn ich ehrlich bin. Schön. Ja, und nun? Super. Jetzt geht es nicht mehr, oder wie? Vor allem, er hat auch gleich gespeichert, ne? Automatisch. Super. Kommt man da noch anders rein? Natürlich nicht, jo. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt dagegen noch machen? Kann ich mit ihm quatschen? Paladin Dance? Keine Zeit für Fragen. Wir müssen weiter. Ja, ich krieg die Tür nicht auf. Automatische Passwortänderung. Neues Passwort. Jetzt geht das hier doch wieder? Ah, alles klar. Na, ein Glück.
leistet.